Also, das ist schon mal richtig geil, weil wir haben jetzt hier dann sozusagen im Jahr ungefähr 100 Analyse-Workshops. Ja. Und das ist nämlich so geil, weil egal ob unbezahlt oder bezahlt, wir haben den Kunden natürlich schon mal ein bisschen an uns gebunden, weil wir sind in Vorleistung gegangen. Und hier dadurch gilt das Gesetz, und dieses Gesetz ist super wichtig zu verstehen. Das kennst du wahrscheinlich schon. Das ist das Gesetz der Reziprozität. Reziprozität. Ja, und hier haben wir nämlich schon dadurch, dass wir hier in Vorleistung gegangen sind, 1 zu 3 Mal, hier haben wir schon Reziprozität aufgebaut. Ja, Reziprozitätsbedürfnisse sozusagen, dass die uns auch was wiedergeben. Das heißt, naja, wenn die jetzt hier schon 2 Tage oder irgendwas oder den ganzen Tag in Vorleistung gegangen sind, haben einen Analyse-Workshop gemacht, naja, dann müssen wir wenigstens mit denen jetzt auch einen kleinen Auftrag schon mal machen.